Gut, herzlich willkommen zu Meet 2022. Ich darf Sie zum heutigen Vortrag begrüßen und darf auch die Vortragenden begrüßen, Herrn Andreas von Grafenried und Herrn Jürgen Mayer von der BWKI. Und Sie werden heute über Streaming von Konzerten im Internet hören und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, besten Dank. Wir sind ein Bühnenplanungsbüro in Bayreuth. Planen mitunter Audio-, Video-, Medientechnik, Inspiziententechnik. Und aus dem Bereich haben wir jetzt heute einen Vortrag mitgebracht. Ich bin Projektleiter in diversen Projekten bei Sanierungen und Neubauten und ich berichte jetzt ein bisschen, weil ich damit konfrontiert wurde mit dem Thema, wo man mich fragt, ja, was benötigt es eigentlich für Räume, wenn ich ein Theater neu plane oder ein Theater saniere. Ich mache ein Raumprogramm und muss überlegen, Streaming wird eine große Rolle spielen, wahrscheinlich noch immer eine größere Rolle in Zukunft. Das heißt, dieser fließende Datenverkehr, der nach außen getragen wird zu weiteren Konsumenten, zu einem Publikum, das nicht ins Theater kommen kann, weil es zu weit weg ist oder das im Nachgang ansehen will, da kommen wir dann gleich dazu, was es für Streaming-Arten eigentlich gibt. Bin ich immer wieder gefragt worden, was braucht es da für Kabelwege dazu, was braucht es für Kamerapositionen dazu, was braucht es für Räume dazu, und das sind Fragen, die bestimmt auch an technische Leiter immer wieder getragen werden, und wir wollen so einen kleinen Einblick geben, an was man denken sollte, was für Arten von Streaming gibt es überhaupt, welche Qualitätsstandard gibt es, als Basis für die weitere Entscheidung, wenn man sowas machen will. Ich habe euch aber noch als Einstieg und nochmal wollte ich vorstellen, der Herr Mayer wird den Schwerpunkt des inhaltlichen, technischen Teils hier bestreiten zu diesem Thema. Er plant bei der Bühnenplanung Kottke Audio-Video-Anlagen, Schwerpunkt Beschallung, Audiotechnik. Ich habe was Schönes mitgebracht, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. An dieser Stelle hier in Wien, Prater, 1883 gab es die internationale elektrische Ausstellung. Die hat gerade mal geschlagene 2,5 Monate gedauert. Da wurde aus der ganzen Welt wurden elektrische Neuheiten präsentiert. Also eigentlich was Ähnliches, wie wir jetzt hier haben, nur ein bisschen kleiner. Das war also 1883, das sind jetzt also fast 140 Jahre her. Da wurde etwas präsentiert, was total spannend ist, was eigentlich so der erste Gehversuch des Streamings war. Man hat tatsächlich mit einem sogenannten Theatrophon, ich werde dazu noch gleich berichten, was es genau ist, aus der Wiener Staatsoper Klänge gehört. Man hat die also übertragen und zwar live, also mit einem Stream aus der Wiener Staatsoper hierher. Und das war eine Neuheit, die kam aus Paris, die hat der Clément Ader, ein sehr findiger Ingenieur, der später auch in der Luftfahrttechnik sehr viel Innovation brachte, hat das also Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Der hat Kohlemikrofone an die Bühnenrampe gestellt, die waren auf Gummibändern und mit Blei noch beschwert, dass die also nicht so ins Wackeln kommen, wenn man da so rumläuft auf diesen Holzbühnen, und hat dann mit Batterien zwei Gleichstromkreise gebildet und hat mit Kohlemikrofone, die da also den Schalldruck empfangen haben und dann diese Stromsignale weitergeleitet haben, hat also über eine gewisse Distanz, also damals immerhin bis zur Wiener Staatsoper, konnten Signale übertragen werden. Man konnte also Musik hören. Musik war ein rares Gut damals. Musik konnte man eigentlich nur live konsumieren. Also man wusste, dass da ein Parsifal aufgeführt wurde in Bayreuth, aber man wusste nicht, wie der klang. Also man hat in der Zeitung darüber gelesen, wie das Werk aufgebaut ist. Man musste sich irgendwie vorstellen, wie das klingt. Es war letztlich nur möglich, live Musik zu hören, bis auf den Tag, an dem man eben aus der Distanz einen Stream hergestellt hat. Das waren die ersten Gehversuche. Ich habe Schemen gefunden, die sind nachgeführt worden, ein bisschen von uns, aber so etwa hat man damals eben Schemen gezeichnet. Und man sieht die Bühnenkanten vorne, der Souffleurkasten, links und rechts davon sind eben diese
Mikrofone, es sind 40 an der Zahl gewesen im Garnier, und hat dann eben dieses Signal auf die Reise geschickt. So eine Batterie hat gerade mal eine Viertelstunde gehalten. Also wir sind technisch natürlich schon ein bisschen weiter heute, aber ich fand es eine wunderbare Geschichte. Ich empfehle auch die sich dafür interessieren, lest das mal nach, das Theatrophon. Kabelgebunden, das ging so weit, dass man sogar Vorstellungen von London nach Paris übertragen hat über diesen Weg. Das ist schon also wirklich beachtlich. Ich mache die Zeitreise gleich weiter des Streamings, in dem dann der ganz große Schritt war natürlich der Hörfunk, hat die Welt verändert. Nachrichten konnten gehört werden live. Also der Witz beim Streaming ist es eigentlich, dass es eben live fließt, entweder on demand, also ich hole mir das, aber es fließt immer etwas. Und das war der Hörfunk in dem Sinne auch, mit einer anderen Technik natürlich über gewaltige Distanzen. Hat die Welt verändert, bis zum Tag, wo man auch sagen kann, es war nochmal eine ganz große Wende im Datenaustausch natürlich mit dem Internet. Wir erinnern uns an diese Symbole, oder zum Teil gibt es sie heute noch. Man kann über YouTube von Servern weltweit diese Daten empfangen. Das Streaming macht heute 80% des gesamten Datenverkehrs auf der Welt aus. Das ist unglaublich. Das benötigt auch unheimlich viel Energiereserven und ist auch ein Thema. Also energieressourcensparend ist das nicht. Das muss man auch in Betracht ziehen, wenn man das im großen Stile dann vermarktet, dass man nicht unbedingt dem Klimaschutz beiträgt. Diese Server müssen gekühlt werden, die stehen in großen Mengen irgendwo rum. Wir haben einen anderen Meilenstein entdeckt in unserer Arbeit damals mit dem Herrn Mayer. Für das Konzerthaus Nürnberg haben wir Exkursionen gemacht an verschiedene Orte, in denen ein Content produziert wird von Konzerten, also Live-Konzerte, die da entweder live gestreamt werden oder dann in die auf Konserve aufgezeichnet werden, digital. Auffallend war, dass die Berliner Philharmonie sehr früh sich da eine eigene Gesellschaft sogar gegründet hat, soviel ich weiß, innerhalb, also eine Produktionsgesellschaft innerhalb der Berliner Philharmonie, die also diese Digital Concert Hall betreiben auf sehr hohem Niveau. Das ist natürlich so das Höchste der Gefühle, was man machen kann im Konzertstreaming. Wir werden auch gleich zeigen, was das bedeutet an Räumlichkeiten und Personal. Also wenn Ihr Intendant sowas will, dann warnen Sie ihn vor. Das ist also eine sehr teure Geschichte und braucht natürlich einen Riesenapparat an Vermarktung und Plattformen, über die man das überhaupt eigentlich dann verkauft, bis hin zu rechtlichen Aspekten, die auch extrem kompliziert sind. Dann haben wir was Neues entdeckt auf unserer Reise, da Konzerthaus Nürnberg. Das möchte der Herr Mayer mal kurz erklären. Bereits 2014 wurde vom Fraunhofer Institut in Erlangen der neue Codec vorgestellt, MPK. Mittlerweile ist er schon relativ weit verbreitet. Er wird unterteilt oder zugeordnet in der Next Generation Audio. Es ist ein offener Audiostandard, bietet einen interaktiven, umhüllten 3D-Klang und kann natürlich auch weiterhin für die Virtual Reality eingebunden werden. Großer Vorteil an dem ist natürlich die Interaktivität selber. Man sieht es rechts an den Bildchen. Der User daheim hat die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Audiokanälen oder Audio-Streams auszuwählen. Es ist, ich vergleiche es jetzt mal mit einer Fußball-Live-Übertragung. Entweder man nimmt den standardmäßigen Ton, wie man bisher kennt, der liegt nach wie vor, oder einfach nur den Kommentator, oder wenn der Kommentator mal wieder stört, man kennt ja das öfteren, man kann ihn auch komplett ausschalten und man hört einfach nur den Live-Klang aus dem Stadion. Und wenn man dementsprechend das richtige Lautsprecher-Setup zu Hause hat, fühlt man sich eigentlich, wie wenn man richtig im Stadion sitzt. Den Streams, die hier hinterlegt sind, sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Es entscheidet lediglich eigentlich nur der Produzent, der das erstellt. Und da sind eigentlich sämtliche Möglichkeiten offen. Und der große Vorteil an dem ist natürlich eine sehr gute Barrierefreiheit, weil auch die Hörgeschädigten somit
große Vorteile haben, gerade wenn Sie irgendeinen Kommentator oder einen Kommentar besser hören wollen und den einfach mal lauter zu stellen, oder man kann wirklich in Echtzeit eingreifen und noch diverse Klangvorstellungen vornehmen. Einfach runterzubrechen, welche Arten von Streaming gibt es. Das ist eine extreme Vereinfachung. Es ist hier also kein technischer Fachvortrag im Detail, sondern ist wirklich an Leute auch gerichtet, die im Hause als technischer Leiter damit konfrontiert werden. Was will ich eigentlich? Und die Frage sollte man auch zurückgeben an die Intendanz. Was wollt ihr eigentlich? Weil man kann vieles machen und bedeutet eben dann auch einen ganz anderen Aufwand. Man kann unterscheiden zwischen einem sogenannten On-Demand-Streaming, das ist das, was ihr kennt von Netflix. Man kann also zu jeder Uhrzeit auswählen, was man sehen will. Das heißt, man braucht hierzu ein Portal, über das man überhaupt erstmal, wie zum Beispiel YouTube, in dem man überhaupt mal aussuchen kann, was gibt es alles, verschiedene Kanäle, verschiedene Möglichkeiten, und dann ruft man das ab und da kann jeder individuell zu Hause zu jeder Zeit, wie er will, eben sich diesen Stream ins Wohnzimmer holen. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, ab von diesem Server gehen in tausende Haushalte zu allen möglichen Uhrzeiten, gehen da Streams raus. Das ist dieses On-Demand, das etwas, sage ich mal, einheitlichere Format vom Versenden her, vor allem vom zeitlichen Versenden her, ist dann das Live-Streaming. Das würde jetzt bedeuten, wenn man diesen Vortrag hier filmt und ins Netz stellt, dann kann man den live mitverfolgen. Da ist auch technisch natürlich zum Teil möglich, dass ich so weit vorspulen kann, wie ich eben gerade live dabei bin. Das heißt, ich kann auch nochmal zurückspulen im Livestreaming. Aber in der Regel ist es so, das ist ein ephemeres Produkt. Das wird einmal versendet und verschwindet wieder. Das ist eben der Witz bei diesem Fließenden des Streamings, dass das letztlich gesendet wird und dann weg ist. Das ist nicht ein Versand einer Datei, sondern das ist eben Streaming. Also so mal jetzt bildlich gesprochen, vereinfacht gesprochen. Also man sollte sich überlegen, wenn ich als Konzertveranstalter oder meinetwegen mein Hauskonzert zu Hause irgendwo streamen will, was will ich eigentlich? Soll das am nächsten Tag noch von den Konsumenten abrufbar sein? Kann man sich vorstellen, dass das eben ein hochwertigeres Portal benötigt, es sei denn, ich sage einfach, suche es im YouTube, ist aber dann auch nicht gerade so kundenfreundlich. Es gibt natürlich dann die Professionellen wie Takt 1 oder Philharmonie, die bauen sich ihr Portal auf mit Abonnementen zum Beispiel, die dann auch grafisch so schön dargestellt ist, dass man weiß, aha, man geht jetzt ins Festspielhaus Baden-Baden und sucht sich eben das entsprechende Konzert da raus. Auch vom Content her natürlich, der Aufwand der Produktion ist sehr unterschiedlich. Wir waren überrascht, wir waren in der Elbphilharmonie zu Besuch. Da gibt es ein kleines Räumchen mit Sicht auf, das werden wir auch gleich sehen, mit Sicht auf die Bühne. Von wo aus diese Livestreams ins Internet gesetzt werden. Das wird über die üblichen gängigen Portale gemacht, wie zum Beispiel Facebook. Der Vorteil da ist natürlich, das ist extrem niederschwellig. Ich brauche kein Abonnement. Ich bin schon in Facebook. Ich muss dort nur einmal sagen, ich followe dir. Und dann wird man informiert, immer, aha, jetzt ist Konzert und das ist zum Beispiel gratis, steht dann da. Da gibt es auch viele, die kostenlos sind. Kann ich nur empfehlen. Das ist relativ einfach herzustellen. Ich kann im Grunde genommen, das kennt ihr auch, ein Stream ins Facebook setzen mit meinem Handy und da bin ich. Ja. Das wird natürlich komplizierter, wenn ich Musiker oder dann auch Stücke da reinstellen will, die rechtlich geschützt sind. Da wird Herr Mayer noch einiges dazu sagen. Aber ein Stream herzustellen technisch ist gar nicht so schwierig. Natürlich, so professionelle Häuser wie die Elbphilharmonie oder die Berliner Philharmonie, die arbeiten da natürlich mit ganz anderen Standards, wie zum Beispiel eben 4K oder mit einem eigenen Videostudio. Ich habe es vorher das Bild gezeigt aus Berlin. Dort sind 6 Leute drin, sprich Regisseure, Lichtsetzender, Kameramann,
Das sind Dramaturgen drin, die auch die Stücke genau kennen, die wissen ganz genau, wann ich welche Einstellung bringen muss, auf welchen Musiker. Da merkt man dann sehr schnell, ist es professionell oder nicht. Also natürlich kann ich schon einen Schnitt machen, mal den zeigen, aber das muss bei der Musik ist es so wichtig, dass das genau präzise ist, dass man dann überhaupt einen gewissen Anspruch an eine Professionalität herstellt, wenn ich verschiedene Kameras habe. Bei einer Totaleinstellung auf einen, auf einen Pianisten, meinetwegen, kann ich das durchlaufen lassen. Nur das Auge ist sich heutzutage gewohnt, dauernd Schnitte zu kriegen im Bild. Das heißt Bildänderungen, Zooms weg. Die Erfahrung ist schon die, dass man leider relativ schnell wegklickt, wenn das immer das gleiche Bild ist. Ist leider so. Also der Kunde ist da sehr, sehr anspruchsvoll geworden. Wir sind jeden Tag Stunden in diesem Internet und gucken uns Bilder an und Videos. Und die Sehgewohnheit ist so extrem, dass man diesen Wechsel haben will. Was übrigens auch ein Problem ist für die Bühnenproduktion per se, dass die ja, das Auge schnell ermüdet, wenn da nicht dauernd irgendwie was passiert. Wir haben auch auf unseren Erforschungen, Exkursionen natürlich einfach verschiedene technische Ausstattungen kennengelernt. Wird der Herr Meier jetzt dann ein bisschen ausführlicher. Man kann natürlich auch sogenannten 3D-Klang aufnehmen, um das dann entsprechend eben wiederzugeben. Also nicht nur Stereo, sondern wirklich den Raumklang mitkriegen dann auf den Weg und den auch entsprechend versenden. Sprich MPK zum Beispiel dann auf hohem Niveau. Und wir haben eben ja, das Abo-Modell kennengelernt bei der Philharmonie. Ich denke, wenn jetzt ein, sage ich mal, normales Theater eine Foyer-Veranstaltung streamen will, dann kann man das niederschwellig machen, ohne entsprechenden Raum. Man kann auch die Regie so hinstellen wie hier, das stört die Leute nicht unbedingt. Also man muss jetzt nicht unbedingt extra Räume schaffen, um diesen Videocontent zu produzieren. Es ist alles möglich. Jetzt, der Herr Meier kommt mal ein bisschen technischer unterwegs. Jetzt, wie kommt das Konzert ins Wohnzimmer? Aller Anfang ist natürlich wichtig der Content, der zum Produzieren ist. Sprich zum einen der das Audio-File und zum anderen auch das Bildmaterial, das Video. Es sammelt sich dann letztendlich alles in dem Trichter, wo man jetzt hier oben links sieht. Der Trichter steht eigentlich für eine Art Streaming-Box, sage ich jetzt einmal. Sprich, hier wird Audio-Video vereint zu einem streamingfähigen Content, zu einem streamingfähigen Codec, um das rauszuschicken. Standardmäßig heutzutage ist eigentlich der MP4-Codec, beinhaltet Video im H264-Format und Audio in ART. Steigerung davon ist der höherwertige neue Codec, wie bereits vorhin schon erwähnt, MPK. Das ist dann im Videobereich der H265 und Audio bleibt entweder ART oder auch WAVE. Unterschied hier ist natürlich, wenn ich hochwertiges Bildmaterial machen will im 4K-Bereich, bin ich eigentlich an den MPK-Code gebunden. Das schafft der MP4 nicht mehr. Deswegen ist der eigentlich geschaffen worden. Danach geht es eigentlich raus. Das ist jetzt die Frage, der große Unterschied. Wie will es sich weiter verbreiten? Der Kollege hat es gerade bereits erwähnt, die Elbphilharmonie macht zum Beispiel viele Live-Produktionen über Facebook, Direktübertragungen. Facebook oder YouTube, da geht es quasi direkt raus. Das heißt, die Verbreitung im Netz übernimmt dann eigentlich die jeweilige Anbieter, wo dahinter steht, hinter Facebook, hinter YouTube oder was auch immer. Wenn sich allerdings wie im Bereich eben Beispiel der Philharmonie in Berlin mache, sprich ich produziere mein Content und hinterlege den auf einen Server, einen eigenen Server, brauche ich natürlich die ganze Technik dazu selber und die muss mich auch um die Verteilung kümmern. Es gibt Anbieter, die sowas machen können. Das ist allerdings dann ein ganz anderer technischer Aufwand und vor allem auch kostentechnischer Aufwand. Wenn es dann weiter verbreitet ist, letztendlich landet es irgendwann wieder beim Endkunden und hier ist dann eigentlich egal, oder mit welchem Gerät das man es empfangen will. Normal heutzutage mittlerweile Smartphone, Tablet, natürlich auch am Smart TV daheim oder auch PC, Laptop, wie auch immer. Also alles, was irgendwie streamingfähig ist, was ich mit dem Internet verbinden kann, was ein Media Player hat, kann ich das eigentlich empfangen und umwandeln. Und letztendlich, um das gut hören zu können, brauche ich dann nur noch dementsprechendes Lautsprechersystem.
sehr weit verbreitet mittlerweile, sehen wir beim Smartphone, natürlich die Kopfhörer. Dazu gibt es natürlich, gerade wenn es im Bereich MPK geht oder auch 3D-Übertragungen machen will, die sogenannte Binaurale-Tonmischung, um auch über Kopfhörer, eigentlich den Standard-Stereo-Kopfhörer, wie man so kennt, ein Gefühl von 3D zu erlangen. Also ich habe es selber bereits ausprobiert an einem Projekt, wo ich in eigentlich immer durchgeführt habe zum Testen. Es funktioniert wirklich gut. Oder natürlich, man schafft sich daheim entweder eine moderne 3D-Soundbar an, da gibt es ja mittlerweile einige am Markt, oder wer das nötige Kleingeld hat, startet sein Wohnzimmer mit einem 7.1 plus 4H Lautsprechersystem aus. Aber da immer dann von Kosten jenseits der 10.000 Euro. Ja, welche Kamerapositionen brauche ich letztendlich? Die allgemeine Totale, man kennt sie sowieso aus jedem Theater, aus jedem Konzerthaus. Ultimativ wichtig eigentlich, um die gesamte Bühnenaufnahme zu machen. Natürlich, wenn man sehr hochwertig machen will, kann man eine zweite Totale etwas nach vorne versetzt machen, um eigentlich den Künstler, den erste Geige, zweite Geige oder wer auch immer vorne gerade spielt, direkt aufnehmen zu können. Es gibt nur noch links und rechts die Halbtotalen, um die Seitenblicke einzugewähren. Auf der Bühne haben wir jetzt vier Kameras, links und rechts jeweils zwei angedacht. Und natürlich rückseitig der Bühne eine für den Dirigenten, um den Dirigenten aufzufangen. Ist jetzt nur mal so eine Standardanordnung. Man kann es natürlich auch jederzeit erweitern mit kleinen Kameras direkt auf der Bühne gestellt oder wenn man es richtig hochwertig machen will, mit verfahrbaren Systemen auf der Bühne oder im Saal. Spidercam gibt es dann noch und so weiter und so fort. Aber das ist dann der technische Aufwand schon sehr hoch. Sprich, das sind wir eigentlich bei einer amtlichen Broadcast- oder TV-Produktion. Bei der Mikrofonierung ist eigentlich allseits bekannt, wie es früher oder schon seit Jahrzehnten ist. Es gibt die Standardbereiche natürlich über den Dirigenten, der Hauptmikrofonbereich, sowohl außenrum auch die Stützbereiche. Und um einen gewissen Raumklang zu bekommen, im Saalbereich dann die Surround-Mikrofone. Was hier hinzukommt, wenn man jetzt wirklich in die 3D-Geschichte reinsteigen will, die zweite Höhenebene. Sprich, gerade im Surround-Bereich, also auch im Hauptmikrofonbereich, kommt in Abstand von ca. 3-4 Meter Höhe eine zweite Mikrofonreihe zum Einsatz, um die Raumanteile hier besser aufnehmen zu können und Raumgefühl erzeugen zu können. Man kann das allerdings auch etwas vereinfachen, wenn man so, ich sage jetzt eher mal Low-Budget-Produktion machen will. Das ist das, was ich durchgeführt habe zum Testen. Es gibt zum Beispiel von Sennheiser ein Ambience-Mikrofon von Sennheiser, heißt das Ambeo. Gibt es auch für andere Hersteller mittlerweile. Ich habe es im Antibio damals ausprobiert. Das hat vier Kapseln in die vier verschiedene Richtungen eingebaut. Und ich habe damals in einem Kloster, war das in der Klosterkirche, eine Blaskapelle aufgenommen und habe über den Raum verteilt drei Mikros vom Ambio aufgebaut. Eins hinterm Orchester, eins 2-3 Meter vorm Dirigenten und eins ca. 10-15 Meter in den Raum hineingestellt. Konnte damit eigentlich sehr gute Raumsignale auffangen. Also mit der Geschichte spart man sich eigentlich erst abhängen von oben, was oft nicht immer möglich ist. Und ja, Ergebnis ist gut, also ich bin zufrieden. Natürlich, wenn man wirklich die hochwertige Produktion macht, wie es jetzt hier beschrieben ist, mit dem Abhängen und der Vielzahl an Mikros, schraubt natürlich das Endergebnis um einiges höher. Aber da ist letztendlich die Frage, was wollen wir erreichen, in welchen Art und Weise wollen wir streamen. Zu den Räumen. Der Kollege von Grafenried hat es bereits erwähnt. Wir haben damals zur Planung vom Konzert aus Nürnberg eine Exkursion betrieben, haben uns ein paar Städten angeschaut. Hier sehen wir jetzt als Beispiel den Regieraum, der Saalregie der Elbphilharmonie in Hamburg. Die Konzerte, die von der Elbphilharmonie übertragen werden, über Facebook, also auch YouTube, werden eigentlich direkt aus der Saalregie bearbeitet. Das heißt, der Raumton wird aufgenommen und auch ein paar verbaute Kameras und die ganzen Signale werden in diesem Raum verarbeitet und nach außen geschickt. Es gibt natürlich noch weitere Produktionsstudios vom NDR. Das ist aber wirklich dann komplett NDR-Sache, wenn die ihre hochwertigen Produktionen, TV-Produktionen machen. Aber nur für die einfachen Übertragungen, das läuft wie gesagt hier aus der Regie und sie ist jetzt auch vom Aufwand her, vom Personalaufwand relativ gering, also da reicht eigentlich der Ton und der Videotechniker aus.
im Gegensatz hierzu jetzt, das ist ein Bild der Videoregie der Philharmonie in Berlin. Man sieht jetzt hier bereits, da schaut die Sache schon ganz anders aus. Da ist auch der personelle Aufwand um einiges höher. Die Tonaufnahme läuft da separat aus der Tonregie. Und in der Videoregie, man sieht ja, das sind mindestens 6 Personen, sind eigentlich da nötig. Natürlich auch der Regisseur, Regieassistent und, wie erwähnt, die 4 bis 6 Videotechniker. Als Vergleichsbild dazu noch ein Bild aus der Regie der Allianz Arena in München. Hier ist eigentlich relativ ähnlich aufgebaut, wie es in Berlin ist. Nur mal zum Vergleich, also auch wenn es jetzt nichts mit dem Konzert zu tun hat. Hier wird broadcast-taugliches Material produziert, was auch zum Teil an die Fernsehanstalten rausgegeben wird, wenn es irgendwelche Ausschnitte sind. Gerade für an die Presse geht es meistens raus, für Sportschau oder ähnliches. Aber der personelle Aufwand, man sieht, ist eigentlich der gleiche, wie es in Berlin betrieben wird. Und als Alternative noch hinzu ein Beispielbild einer mobilen Regie. Sprich, wenn man jetzt streamen will, hat aber nicht die Technik im Haus und holt sich einen externen Anbieter dazu. Man kann jetzt zum Beispiel auf der Hinterbühne, Seitenbühne oder auch in den Nebenraum, was da gerade zur Verfügung steht, anbinden. Möglicherweise, je nachdem, welche Räume im Haus verfügbar sind, durch das, wo sowieso dann alles mittlerweile per Glasfaser vernetzt wird, ist der Standort hier jetzt nicht ganz so dramatisch. Ideal ist natürlich in Bühnennähe. Andreas. Ja, zum Musikstreaming kann man sagen, dass die Dirigenten das zum Teil, also ein Dirigent eines Orchesters, das gar nicht so ungern hat, wenn jetzt ein Stream stattfindet, wenn der wirklich dann ephemer ist, dann kann man einmal gucken und das wird nicht konserviert. Wenn man professionelle Aufnahmen macht mit Orchestern, dann macht man meistens, nimmt man Aufnahmen aus den Proben und aus 2, 3 Vorstellungen und schneidet dann das so zusammen, dass das musikalisch passt, weil da sind immer irgendwelche Schnitzer drin. Der Vorteil beim Streaming ist der, also beim Streaming jetzt, beim reinen Livestream, der dann weg ist, ist so, dass diese Fehler nicht in die Ewigkeit getragen werden. Also aufwendige Aufnahmen macht man mit Retakes, da muss man sogar nach dem Konzert nochmal extra die Stelle nochmal spielen, dass das dann auch reingeschnitten werden kann. Also gibt es da unterschiedliche Formen. Das Streaming ist natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, auch für Theater und Konzerthäuser. Damit kann man oder könnte man Geld verdienen. Man kann das an ein Publikum bringen, was das Theater nicht mehr so leicht besuchen kann, sprich Altersheime zum Beispiel. Wäre bestimmt eine schöne Sache, wenn man weiß, man wohnt irgendwo in einer Stadt und es ist eine Premiere in der Oper und ich kann das unten im Foyer gucken in meinem Altersheim. Ich finde, das sind Dinge, die werden immer mehr kommen. Das ist ein Bürgerservice, der auch immer mehr hergestellt wird von den Kommunen, dass zum Beispiel auch Sitzungen aus Stadträten werden live ins Netz gestreamt. Streaming, auch hier habe ich jetzt gehört, wird wohl auch gestreamt. Also das ist offenbar die Zukunft. Und als Betreiber von einer Versammlungsstätte muss man sich damit auseinandersetzen. Diese Grafik soll einfach nur zeigen, der Umsatz steigt. Der Rubel rollt. Ich weiß, es gibt viele Theater, die da nicht so, oder Intendanten, die eigentlich da ein bisschen Hemmschwellen sehen in der Übertragung ihres Produktes, weil letztlich eine Theatervorstellung schon konzipiert ist für eine Bühne mit einem Guckkasten, wo ich in aller Ruhe in einem Theatersaal das Knistern der Bühne eben mitkriege, was dann zu Hause mit den Pommeschips auf dem Sofa dann entfällt. Ich höre aber trotzdem, dass wichtige Häuser, auch zum Beispiel Schauspielhaus Zürich, will ein großes Streaming-Studio bauen. Das sind hohe Investitionen, auch vom Hochbau her zum Teil eben ganz neue Studioräumlichkeiten, die da eingerichtet werden müssen. Man wird früher oder später wahrscheinlich mit dem Thema konfrontiert als Betreiber oder technischer Leiter einer solchen Stätte. Es gibt natürlich dann auch das Radio weiterhin und die CDs. Ich vermute, die Grafik überholt sich selbst.
Ich denke, in Zukunft wird alles digital per Stream abrufbar sein. Ich bin da auch nicht so agil oder nicht mehr so agil mit all diesen Portalen, über die man letztlich heute Musik einkauft. Ich ging auch noch früher in den CD-Laden oder in den Schallplattenladen. Aber es scheint auch da einfach so zu sein, dass der digitale Datenstrom, das wird, damit sollte man sich auseinandersetzen. Wir haben jetzt eine Folie hergerichtet, wo man eigentlich nochmal Revue passieren lässt. Was ist, wenn ein Intendant auf mich zukommt und sagt, er will in Zukunft Veranstaltungen aus dem großen Saal oder aus dem kleinen Saal oder aus der Blackbox oder aus dem Foyer, will er streamen? Dann frage ich ihn, Mann, willst du das eigentlich live streamen, also, oder willst du es nur auf ein Portal setzen, wo man es dann on demand streamen kann? Welche Qualitätsansprüche hast du? Verschiedene Kameras, besondere Ansprüche an einen Kameraschnitt, an eine Bildregie und besondere Ansprüche an die Tonqualität. Was willst du letztlich machen mit all diesen Datenmengen? Willst du die selbst im Hause verwalten? Haben wir überhaupt Personal, die das können, diese Unmengen von Giga, was auch immer, Bytes irgendwo, oder geben wir das jemandem, der das professionell dann macht? Wie bewerben wir das eigentlich gegen außen? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Weil heute sind so viele im Internet aktiv mit irgendwelchen Posts und es ist manchmal schwer herauszufinden, was hat jetzt da eigentlich Qualität, welche Veranstaltung soll ich mir reinziehen und vor allem kann ich mir reinziehen über den Stream. Und es ist manchmal sehr unübersichtlich, finde ich auch, herauszufinden, diese Premiere am Samstag, kann ich die nur am Samstag gucken oder kann ich das auch noch gemütlich am Sonntag dann nochmal anschauen? Ich finde, diese Information, diese Kommunikation an den Kunden muss auch aktiv betrieben werden und wahrscheinlich nicht nur übers Internet, sondern vielleicht auch eben an Veranstaltungen, wo man auch über dieses informiert, sein Stammpublikum. Dann eben, was ich zu Beginn gesagt habe, es sind Räume nötig zusätzlich, das ist nicht ein extrem wichtiges Thema bei Neubauten und Sanierungsprojekten. In Österreich, höre ich ja, werden sehr viele Theater umgebaut, wir sind zum Glück bei einigen mit dabei. Ist schwer, ganz wichtig, sich zu überlegen, welche Kameras werden fest in einen vielleicht alten klassizistischen Saal verbaut werden müssen, dass ich ein gescheites Streaming bringen kann. Ist die Denkmalpflege darüber informiert? Ist der Einbauraum für die Kamera vorhanden? Das sind natürlich hyperwichtige Themen, die muss ich ganz früh angehen, dass man da dann keinen Ärger hat. Des Weiteren, welche Kabelwege sind nötig? Wir sprechen hier von extrem hohen Internetbitraten, dann die letztlich, also ab der, wenn es dann rausgeht, im Hause selbst bestimmt natürlich sehr viel LWL und Netzwerk, das ich neu einbringen muss, um von den Kameras und von den Mikrofonen überhaupt dann in die Regie zu gelangen. Und eben gegen außen die Internetanbindung, ist jetzt hier von einem stabilen Upload von 50 Megabits pro Sekunde, ist zu prüfen, welche Mengen von Daten gehen da raus. Des Weiteren kennen wir natürlich viele Veranstaltungen oder Häuser, die natürlich dann mit separaten Übertragungswagen ankommen. Und da sind wir immer wieder bei Planungen damit konfrontiert, wo stehen dann diese Ü-Wagen und vor allem, wie ist der Anschluss konfektioniert? Ein sehr interessantes Thema, weil sich das quasi, so wie ich höre, jedes Jahr schon fast ändert. Konfektioniert man das überhaupt, so einen Versatz für einen Ü-Wagen, oder schaut man einfach nur baulich dafür, dass da die entsprechenden Schleusen ausgebildet werden? Betrieblich hat das Ganze auch einen massiven Impact, indem ich natürlich Zeit benötige, um diese Sachen aufzubauen, einzurichten. Das Licht muss unter Umständen verstärkt werden für einen gescheiten Videostream einer Opernaufführung. Das kann auch Stress geben mit dem Regisseur, mit dem Lighting Designer, muss also alles frühzeitig rechtlich abgesprochen werden. Das künstlerische Team muss darüber informiert werden. Und was wir dann auch gleich hören, natürlich auch die Darsteller sind rechtlich einzubinden. So.
da man speziell auch für den heutigen Tag noch zwei Länderbetrachtungen gemacht hinsichtlich Rechtliches. Ja, die Rechte, was muss man alles so beachten? Es ist natürlich ein sehr tiefgreifendes, weitläufiges Thema. Ich möchte jetzt gar nicht tief einsteigen, bin kein Anwalt. Das ist eigentlich im Einzelfall direkt zu betrachten. Also jeder, wenn man im Haus streamen will, macht es eigentlich Sinn, wenn man sich da mal eine rechtliche Beratung hinzuzieht, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Es kann sonst sehr schnell sehr teuer werden. Ich habe jetzt einmal Deutschland zu Österreich gegenübergestellt, was natürlich in beiden Ländern gleich ist. Das Persönlichkeitsrecht der Künstler müssen wir natürlich beachten. Sprich, man sollte im Vorfeld abklären, wollen die überhaupt gefilmt werden, übertragen werden nach außen. Da am besten auch schriftlich absichern lassen. Also, man kennt es mit dem Recht am eigenen Bild. Das gleiche ist das Urheberrecht der aufgeführten Werke, wenn es zum Tragen kommt. Wo wir zum nächsten kommen, in Deutschland ist die GEMA und in Österreich schreiben wir die AKM. Hier ist jetzt der Unterschied. In Österreich kann man bei der AKM eine sogenannte Livestream-Lizenz, eine Mikrolizenz erwerben, soweit keine Einnahmen erzielt werden, beziehungsweise maximal bis zu 2.500 Euro pro Jahr. Es gibt auch noch so besondere Regelungen über die Social-Media-Plattformen, YouTube, Facebook, die haben bereits einige Regelungen mit diversen Künstlervertretungen und sonstiges involviert, wo man da erst einmal oftmals schon außen vor ist, aber das, wie gesagt, muss man abklären. In Deutschland kommt zu der GEMA noch hinzu die sogenannte Rundfunklizenz, die ist hinterlegt im Medienstaatsvertrag. Das war jetzt auch für mich neu, ich habe davor auch noch nichts gehört bis vor kurzem, habe mich da mal ein bisschen eingelesen, das haben sie jetzt, vor kurzem ist der Medienstaatsvertrag überarbeitet worden und etwas vereinfacht bzw. an die neuen Streaming-Anforderungen angepasst worden. Das heißt jetzt, vier Punkte müssen eigentlich gesetzt sein, sprich ein lineares Sendeformat sollte sein und es dürfen mehr als 20.000 Nutzer im Monat oder im Durchschnitt von 6 Monaten, wenn erreicht werden, auch nicht journalistisch-redaktioneller Inhalt ist. Das heißt, journalistisch-redaktioneller Inhalt, wenn ein Kommentator dabei ist, der irgendwas dazu spricht oder auch ganz simpel und einfach nur eine Kamerabewegung oder ein Kameraschnitt. Es ist bereits ein redaktioneller Eingriff, somit folgt es sofort unter dem Punkt, wenn ich also nur einfach eine Totale auf die Bühne richte und dieses Bild straight rausschicke, nichts dazu mache, dann bin ich da raus, dann passt es. Und dann gibt es noch den Sendeplan, sprich ob es live ist oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet wird oder regelmäßig wiederholt wird. Wenn diese Punkte erfüllt sind, da greift die Rundfunklizenz, sprich da muss man sich die Rundfunklizenz erwerben. Aber es müssen alle 4 Punkte gesetzt sein. Und durch das mit den 20.000 Nutzer oder mehr, das ist mittlerweile sehr hoch gesetzt worden. Das war bis vor 2 Jahren noch weitaus geringer. Ich weiß die Zahl jetzt noch nicht auswendig. Da sind eigentlich die meisten Streamer sofort reingefallen. Aber das haben sie Gott sei Dank jetzt angepasst. Und etwas zum Vorteil der Streamer oder die Häuser geändert. Tiefer, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht einsteigen. Jeder, der streamt, der da vorhat, das zu machen, am besten selber sich mal schlau machen, was ich selber betreibe, über seinen eigenen Vorgang, seine eigene Art und Weise, wie man streamt, wie man überträgt, welche Versionen er so macht, sprich über YouTube, ist Facebook oder macht man es direkt über On-Demand-Abruf mit eigenen Servern und so weiter. Das ist ein schwieriges Thema. Da ist am besten eine rechtliche Beratung dazuziehen, dass man auf der sicheren Seite ist. Ja, die Zukunft, wie bereits anfangs erwähnt, im MPK-Codec. Es scheint sich in diese Zukunft zu bewegen. Also ganz aktuell, wir haben jetzt die Planung gemacht für die Sanierung vom Theater unter Wien. Da wird auch hier in dieser Hinsicht vorbereitet, studiomäßig, damit sie Produktionen in MPK, als auch für Dolby Atmos, die ja relativ ähnlich sind, erstellen können. Es wird langsam springen immer mehr auf diesen Weg auf. Es geht, tut sich was, es geht voran. Es dauert zwar sehr lange, wie bereits erwähnt, 2014 ist der Codec vorgestellt worden. Einen richtig großen Durchbruch gab es bis jetzt immer noch nicht. Ob es den noch geben wird oder nicht, wird sich zeigen. Aber es tut sich was, zumindest im weltweiten Markt. Es gibt im koreanischen Raum, da haben die Broadcaster bereits komplett auf MPK umgestellt und Brasilien jetzt seit neuestem auch.
im EU-Bereich leider noch nicht, aber es gibt mittlerweile Broadcast- und TV-Anstalten, die überlegen, in diese Richtung zu gehen. Und ich denke, da wird sich im Laufe der nächsten Jahre einiges tun. Ja, was zeichnet ihn aus? Oder wie bereits schon mal erwähnt, die Immersion und die Interaktivität ist da. Und vor allem der ganz große Vorteil, die Virtual Reality. Also man hat hier die Möglichkeit, wenn man jetzt natürlich in seinem Haus die Gegebenheiten schafft, um sich virtuell einzubinden. Sprich, ich baue jetzt eine sehr hohe Anzahl an Kameras rein. Habe somit die Möglichkeit, der User daheim kann sich über seine VR-Brille virtuell in diesen Konzertsaal reinsetzen, da drin auch bewegen. Und somit, das Schöne daran ist, der rennt dann daheim quasi in seinem, oder sitzt daheim auf seinem Wohnzimmersessel, hat die Brille auf, seine Kopfhörer auf, sieht es in 3D, hört es in 3D, je nachdem kann sich da auswählen, auf welchem Sitzplatz er sitzen will, so sieht er es und hört das. Sprich, ob du die erste Reihe ist, direkt hinter dem Dirigenten, in der letzten Reihe oder oben im dritten Rang oder wo auch immer. Da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Wie gesagt, die Grenze entscheidet der Produzent, was hier hinterlegt wird. Das ist natürlich eine sehr interessante, attraktive Geschichte. Und ich persönlich hoffe, dass sich das durchsetzt. Der technische Aufwand dazu ist natürlich immens. Da reden wir natürlich vor einer Stückzahl von, ja, man braucht garantiert 100 Kameras im Kreis, um das sauber virtuell aufzubringen. Das ist nicht ganz so einfach umzusetzen, vor allem wenn man ein denkmalgeschütztes Haus hat. Aber ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich, was hier noch eine Steigerung ist, was derzeit in aller Munde ist, die sogenannte Metaverse, wo der Mark Zuckerberg entwickelt. Allerdings, ob sich das jemals, die Herr schüttelt mit dem Kopf, genau, ob sich das jemals sauber ausentwickelt und durchsetzt, schauen wir mal. Gut. Hat jemand Erfahrungen mit Streaming, die er gerne teilen will? Es würde uns sehr interessieren, wenn auch Spezialisten da sind, die etwas zu dem Thema sagen könnten. Auf irgendwas hinweisen, Unternehmer oder Planer oder Betreiber. Wäre spannend, oder hat jemand eine Frage zu dem Thema? Ich habe jetzt gehört, diese Veranstaltung wird auch gestreamt. Ich weiß nicht, ob der Mann vom Ton... Nee, wird nicht. Okay. Ah, okay, fotografieren, gut. Aber man hat versucht, das zu streamen, oder? War das nicht die Idee irgendwie mal? Weil das hat man bei der Eröffnungsveranstaltung gesehen. Ah ja, und danach ins Netz gestellt wahrscheinlich. Gut. Also ich bin froh über jede Wortmeldung. Wie kriegt man 360-Grad-Kameras ins Internet? Oder gibt es da heutzutage schon eine Lösung, die das, wo ich jetzt nicht alles für selbst erfunden programmieren muss? Sehr gute Frage. letztendlich 360 Grad, da sind wir im 3D-Bereich, sprich, da ist man dann auf den MPK-Codec angewiesen. Was dahinter steckt mit Programmieren, selbst programmieren oder nicht programmieren, das zieht sich jetzt sehr technisch, sehr tief rein. Aber was da natürlich gut zu tragen kommt, man sieht es vielleicht hier schön außenrum montiert, Tracking-Systeme wie das ZackTrack, wo hier vorgestellt ist, sowas ist natürlich da ideal. Was natürlich für das Internet ist, also natürlich auch vor Ort, wenn man dementsprechend bereits 360 Grad Soundsystem im Saal hat, kann man das natürlich auch mit einbinden. Auch für Streaming natürlich. Möglich wäre es ja. Keine Meinung, wenig Ahnung. Oder was ist Ihre Meinung dazu oder womit beschäftigen Sie sich? Ja, AV1 eher für kleine Streams, jetzt nicht hochqualitativ, aber halt von Encoding-Geschwindigkeit und Decoding-Geschwindigkeit einfach und Effizienz einfach viel besser als H264 oder 65. Mhm. Ist auch energieeffizienter, wenn wir vorher geredet haben, von sehr viel Energie, auch aufwendig, also Streaming energieaufwendig.
Da ist halt AV1 setzt derzeit um fast 50% bei nicht merkbar schlechterem Bild. Das sind halt natürlich eher Client-Streams auf YouTube oder solche Sachen. Und es ist halt ein Open Codec, was halt H264 und 65 genäht ist. Ist meine Meinung dazu. Wo arbeiten Sie? Stellen Sie solche Sachen her? Wicom Veranstaltungstechnik in Linz. Wir in St. Florian und solche Sachen haben wir hin und wieder Streams. Also euch kann man buchen, wenn man einen Stream machen will. Euch kann man buchen, wenn man einen Stream machen will. Ah ja. Und was kostet so eine Dienstleistung? Mit 2-3 PTZs und Übertragung so um die 5.000 für ein Event mit 2 Techniker. Und was muss die Veranstaltungsstätte bieten können hierzu? Also jetzt sprich Internet oder Ähnlichem. Was ist die Anforderung an die Location? Also für 1080 brauchen wir ungefähr 10 Mbits Upload. Die ist aber ehrlich gesagt relativ, also das ist eigentlich meistens gegeben, fast. Natürlich muss man es im Vorhinein abklären. Das ist jetzt natürlich blöd, wenn man auf die Veranstaltung kommt und dann herausfindet, okay, wir können gar nicht streamen. Aber jetzt im Stift St. Florian haben sie extra 100 Mbit Leitungen eingebaut, wie wir zum Streamen angefangen haben. Und da könnte man jetzt eigentlich die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich bis 8K aufhören oder so dann streamen, wann die Codecs noch ein bisschen effizienter werden. Also, ja, mehr braucht es nicht. Wir sind auch selten redundant, also so, dass wir jetzt nur über LTE oder sowas gebackupt sind, das machen wir normal auch nicht wirklich, weil es halt einfach ein Kostenfaktor wird, weil man dann auch eine Plattform anmelden muss, die das wieder dann zusammenführen kann nachher und sie aussucht, welches von den 2 Signale nehme ich. Also, ja, einfach eine 10 Mbit Leitung und hoffen, dass das Internet nicht ausfällt. Also Fazit ist, die Codecs werden effizienter rein. Ich muss mal keine Angst haben, dass das Internet nicht mehr reicht. Redundanz ist nicht, war jetzt nicht hergestellt über LTE. Gab es schon mal eine Panne, also bei einem Livestream, dass das Ding nicht, dass das eingefroren ist? Oder was ist so die üblichste Pannensituation, die man da so erlebt? Also ein ganzer Internetausfall ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass jetzt wirklich für die gesamte Veranstaltung das Internet ausfällt. Was man halt haben kann, wenn man jetzt in ein Gebäude kommt, wo man davon ausgehen kann, dass man sich das Internet mit einem Büroangestellten teilt gerade. Wenn der jetzt ein YouTube-Video anstartet, dann kriegt man halt jetzt, wenn wir jetzt auf YouTube aus streamen, dann kann es sein, dass der Kunde kurz einmal für 2-3 Bilder einmal kurz irgendwie so nach ziehen hat. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, so, dass sie der Codec dann nicht mehr ganz updatet und dass sie dann so nachzieht. Das passiert dann für 2 Sekunden und dann ist es wieder da. In der Aufnahme ist es aber auch so. Also man sieht es dann wirklich nachher, dass da ein kleiner Fehler war. Ausfälle direkt, wenn wir jetzt auf YouTube gehen, haben wir noch nie gehabt. So wirklich, dass wir jetzt den gesamten Stream abbrechen hätten müssen oder sagen hätten müssen, es geht nicht mehr. Darum trauen wir es jetzt auch, dass wir über eine redundante Internetleitung fahren. Und ist es immer noch so gefragt oder nimmt das jetzt wieder ab, seitdem Corona nicht mehr so eine Rolle spielt? Merkt man das schon jetzt im Geschäftsfeld? Ja, ursprünglich haben wir mehr Gottesdienste und solche Sachen gestreamt. Das hat wieder angenommen, das war eigentlich nur Corona-Zeitsgeschichte. Was jetzt ist, sind Hybrid-Meetings halt. Gestern habe ich gerade im Wifi für Finanzbuchhaltung 7 Stunden Stream durchgehabt. Und das ist halt dann eigentlich in dem Fall meistens über Zoom dann oder über Teams oder sowas. Das heißt, man braucht irgendwie halt einfach irgendeinen Encoder, der als USB-Webcam erkannt wird und dann stellt man sich da ein und lässt das 7 Stunden durchrennen, schneidet ein bisschen mit PTZ und so weiter. Und halt dann im Normalfall 3 Eingänge sind so das Mindeste, wenn ich eine Kamera habe, einmal die Kamera, einmal der Präsentationslaptop, der live gepräsentiert wird und einmal in mir in den Stream geht und dann nur einen dritten Laptop für Pausenfolien und so und als Ausweich, wenn irgendwo was ausfällt, dass ich noch auf den dritten Gach umschalten kann und dann wir sind zurück oder da einen Timer halt laufen haben, wann die Pause aus ist, weil halt immer Pausen
sind. Und damit jetzt, wenn jetzt ich vor dem Bildschirm sitze und zurückkomme, gerade war gerade am Klo und auf einmal bewegt sich gar nichts mehr, dann würde ich mich wundern, was ist da los, wieso ist mein Stream hin und rufe es schon an. Deswegen immer irgendein bewegtes Bild drinnen haben, wo dann ein Timer rennt, wenn man wieder zurück ist. Und das braucht, mehr braucht es dann eigentlich nicht. Also so. Dankeschön. Hat jemand sonst noch was beizutragen? Würde uns interessieren? Nee. Ja, schön. Also ich komme aus dem TV-Bereich und was bei uns gang und gäbe ist, ist CNG, also Cellular News Gathering, mit den Herstellern Live View und Mobile Viewpoint. Und wir wickeln sowohl TV als auch Streaming über LTE ab, gebündelte LTE-Leitungen. Zuletzt zum Beispiel beim Livestreaming für Fidelio aus dem Brucknerhaus. Und unsere Erfahrungen sind, dass diese Systeme wahnsinnig stabil arbeiten. Na, es ist, das sind fertige Systeme, zum Beispiel LiveView ist in einem Rucksack drinnen. Nein, das ist ein größeres System und da sind dann auch mehrere SIM-Karten drinnen von allen Betreibern, die wir in Österreich haben. Und das wird dann gebündelt und auf einem LiveView-Server wird dann die Bandbreite gebündelt. Aber es ist LiveView, also es ist von einer. Genau, das ist LiveView, bzw. es gibt einen anderen Hersteller, Mobile Viewpoint, und wahrscheinlich gibt es andere. Und die Redundanz wird über verschiedene Anbieter von LTE dann hergestellt, echt? Über verschiedene Anbieter, also A1, Magenta und 3. Wie viele Karten drinnen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, es sind irgendwie 6 Karten, die dann irgendwie redundant arbeiten und dann das Ganze rausschicken. Bonding? Genau, das ist Bonding. Genau. Das ist IP-Bonding und ja, dann ja. Multicast. Und vor allem das Schöne an dem System ist, es ist fast Plug and Play. Also das System, das kann man vorkonfigurieren, legt man zusammen und man ist draußen. Aber ihr kriegt immer das fertige Video, so schneidet es dann. In dem Fall haben wir das fertige Signal, das war eine große Produktion. Aber wenn es schneidet, dann sind wir über Videoregie und das geht dann schon zum Bereich. Genau. Ja, spannend. Ich glaube, wir müssen das Feld räumen für den nächsten Vortrag, glaube ich. Also besten Dank, ja, dass ihr so zahlreich da wart. Danke. Dankeschön.